Shalom und herzlich willkommen zurück zu Goodbye Deponia. Heieiei, ist das lange her seit der letzten Folge, zumindest für mich. Für euch sind es ja nur ein paar Tage, für mich sind es doch schon vielleicht 1, 2, 3, 4 kleine Wöchlein. Es ist also eine komplett neue Aufnahmesession. Muss mal gucken, dass ich mich irgendwie wieder neu reinfinde. Jawohl. Wenn ich doch nur wüsste, was der Kerl mit dir vorhatte. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Es geht jetzt erst so richtig los. Konsole, Goal, Innenhof. Rohr. Schauen wir mal. Vampirschnabeltier. Jetzt geht das schon wieder los. Ups. Ja, ist ja gut. Da! Fein. Jetzt sind alle raus. Nee, er hängt hier immer noch. Was haben wir dabei? Wow, noch mehr Olivenöl. Hab er noch nicht genug davon. Da meint es aber jemand ernst mit den Überstunden. Der Arbeitsantritt liegt so weit zurück, dass die Löcher schon wieder zugewachsen sind. Warte mal, zugewachsene Löcher? Vielleicht können wir die ja von ihm neu stempeln. Einmal lassen. Entwerten, bitte. Danke. Nice. Abgestempelte Stechkarte. Wo war denn jetzt der Automat gewesen? Gehen wir mal zurück in... da ist die Stechrohr. Ich glaube, dafür müssen wir... gehen wir mal zum Domizil und dann wieder raus. Und das war blödsinnig. Wir gehen runter. Was raus ist, nur in eine andere Richtung. Oder so. Gut, dann versuchen wir mal die Stechuhr hier auch zu überrumpeln. Yay! Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Wuhu! Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation! Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis! Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt! Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend! Wurde auch langsam mal Zeit. Das werde ich mir merken. Eine Knoblauch. Nicht nur eine Zehe, sondern eine ganze Knoblauch. Das werde ich mir merken. Kriegen wir den Knoblauch. Aioli. Ein Wunder, dass Hermes so käsig ausschaut, wenn er sich nur von diesem Zeug hier ernährt. Er ist ja auch ein bisschen, einseitig eklig. Aber hey, wir kommen jetzt zumindest zu dem alten Imbisswagen. Mit dem Shish-Kebab. Shish-Kebab. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Schlimm, schlimm, schlimm. Vielleicht können wir mit kleinem Tröpfchen Olivenöl die ganze Sache ein bisschen schmieren. Okay, erst aus meinem Wetter raus. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Das muss ich mir sofort patentieren lassen. So, was haben wir hier? Pommesbeutel, Frittenfett, Jodsalz und Plörrofilz. Fangen wir mal von vorne an. Ein Feuerwerk köstlicher Aromen. Altes Frittenfett. Lecker. Mitgenommen. Was haben wir hier? McFett XXL. Meine Lieblingssorte. Sind die einzigen, die in Bosos Nasenlöchern stecken bleiben. Das klingt immer gut. Jodsalz? Zum Glück gibt's bei Salz kein Verfallsdatum. Sonst würde ich ja bei dieser rostroten Farbe ein bisschen skeptisch werden. Nehmen wir trotzdem mit. Auch wenn es leicht komisch ist. Plörrofitz? Das war früher mal mein Lieblingsgetränk. Ich habe mich immer gefragt, wie sie es hinbekommen, dass es im Dunkeln leuchtet. Und dass es sogar beim Urinieren noch leuchtet. Hey. Spaß auf dem Klo im Dunkeln mit Plörrofitz. Hey, ich sollte vielleicht in die Werbebranche gehen. Gut. Hier ist nichts mehr, also gehen wir mal in die Fabrikhalle zurück. Wir haben hier alles auf kurz vor Peng.
Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, sollten wir Hermes klonen. Am besten so oft, dass wenigstens einer überlebt. Ich schätze mal, dass... Hierüber wird der Tank befüllt. Und diese Tafel dort zeigt den Füllstand der einzelnen Komponenten an. Sieht so aus, als müsste ich heute mal nach Rezept kochen. Ah, hallo und herzlich willkommen bei die Gorcho Deponia de Rufu. Maître de Cuisine. Das wird lecker. Erstmal ein bisschen Fit in Fett, um dann Fettanteil zu erhöhen. Pommes! Was könnte Pommes machen? Kohlenhydrate wahrscheinlich. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Ich höre fast wie Lego. Kohlenhydrate. Dann haben wir hier noch Mineralstoffe, Wasser und Eiweiß. Ich denke mal, dass im Jodsalz genug Mineralstoffe drin sind. Wie sagt man doch so schön? Was du frisst, das bist. Yep. Richtig geraten. Wasser und Eiweiß. Ich habe jetzt bloß noch Plörrofitz und Knoblauch. Plörrofitz ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Und sieht ja, was draus geworden ist. Okay, dann ist der Wasseranteil auch auf volle Pulle. Und ich gehe davon aus, dass der Knoblauch die nötigen Eiweiße enthält. Also bitte, ich suche hier nach den Bausteinen des Lebens und nicht nach den Zutaten für einen Feldsalat. Okay. Damit ist die Gorcho wieder vorbei und wir begeben uns zum Innenhof. Wir haben was vergessen? Ist nicht mehr. Eine tatsächlich sehr gute Eiweißquelle sind Eier. Eier. Bam, bam, bam. Bam, bam, Eier. Knoblauch und Vampirschnabel, Fledertier, Mäuse. Na, mein Kleines, hast du Hunger? Wobei... Ach egal, friss! Goldig! Kann ich mir jetzt... Jetzt geht das schon wieder los. Schnabeltiereier! Hui! Na, mein Kleines, wie heißt du? Schön brav sein, hörst du? Es sieht zwar drollig aus, aber es hat einen infernalischen Mundgeruch. Der Mundgeruch des Todes. So. Das sieht ja fast aus wie eine perfekte stabile Seitenlage. Ist er also richtig gefallen? Braves Mädchen. Und wir schmeißen jetzt noch ein paar Eier in unseren göttlichen Salat, den wir abends zubereitet nach Art de Refus. Ebola. Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. Ach komm, so schlimm sind Eier nur auch nicht fürs Cholesterin. Wenn man nicht gerade, keine Ahnung, 2 Dutzend pro Tag isst und so. So, wir haben jetzt hier 3 grüne Smiley-Leuchte-Dingster-Bumstars. Wir verlassen nun die Küche des Refus. Und wenn wir jetzt 3 Klone herstellen, fällt einer durch, doof. Fallen 2 durch, ist doof. Fällt der 3. durch, hey! Da wird gerettet. Das ist zumindest die Idee dahinter. Okay. Ab an den Automaten. Refus. Die mysteriöse 6. Anzeige. Das war diese komische Nukleinsäure. Irgendwas. Okay. 3. Das kommt nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. So, mehr oder weniger. Okay. Können wir hier vielleicht. Organons? Oh nein. Besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Ja, da sagst du was. Hier haben wir Hermes. Guck mal einfach durch. Rufus, Organon. Okay. Aber 3 Hermes sollten ja an sich ausreichen. Schließlich weiß Monsieur Hermes. Leute, rennt doch nicht weg. So ein Mist. Stopp! Hui!
Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! So, mein Guter. Jetzt erzähle mal, was hast du jetzt mit Goal vorher gehabt und so? Och, muss erst runterrennen. Ironie des Schicksals. Er nahm mir den Respekt vor dem Leben und ich habe mir den Arsch getreten. Quasi. Du hast es doch selbst gesagt. Hä? Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Yay. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Und sauber auch gefangen. Wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Deponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Ja, wenn ihr einer Deponia in den Hintern tritt, dann bin ich das. Ich habe die Datasette mit ihrem Körperscan. Das Spiel ist noch nicht vorbei. So, Hermes? Erst warst du der Schwarzseher und jetzt bin ich es. Hast du gemerkt, wie wir eben die Rollen getauscht haben? Versau's nicht, okay? Richtig. So, und jetzt... Back to the Klonlabor. Können wir die jetzt gleich schon hier eindimsen? Yay! Ach, wie gemalt! Wunderschön. Ich glaube, für drei wird es nicht reichen. Kein Bild, kein Ton. Ich schätze mal, das liegt daran, dass noch Zutaten fehlen. Zwei geht noch, aber da blinkt die mysteriöseste Anzeige. Die Anzeige hat angefangen zu blinken. Ob das was zu bedeuten hat? Ach, egal. Wird schon schief gehen. Sie hat geblunken. Die Anzeige hat geblunken. So, dann mal rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal. Oui. Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Na, rate mal. Ich rette Goal. Aber so doch nicht. Wie dann? Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Na ja, bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell, brich das ab. Die Rohre überhitzen. Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren. Ups. Nein! Paul! Ups. Oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Ja, wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es wohl tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein, sie lebt. Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber yeah. Was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du die schon dreiteilen. Und selbst wenn... Moment mal. Du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für drei Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. Drei, zwei eins. Hepp. Hui.
Verdammt, bam. Game over. Ein Piepmatz. Wie doof. Ja, fliegt weg. Hey, es hat geklappt. Ja, und jetzt? What? Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job. Nein, meiner. Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich! Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken, dann werden wir es ja sehen. Okay, ich bin aber der Mittelkopfens. Ich habe die Nukleinsäure nicht. Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Oh Mann, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in sie reingucken. Zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bild. What? Gucken wir mal auf links. Und ich habe sie auch nicht. Einer von diesen Barbaren. Einer von diesen Baba. Sagt immer das Gleiche. Yay, ich hab die Nukleinsäure. Wusste ich's doch. Also. Ich habe die Nukleinsäure. Ja, also bin ich auch derjenige, der Goal retten darf. Okay. Aha, ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette Goal. Nicht so schnell. Hey. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Du, hilf mir doch mal! Wem soll ich denn helfen? Am besten dir. Hey, hört auf mit dem Unsinn! Vielleicht den Hey, hört auf mit dem Unsinn! Okay. Ah, die Nukleinsäure. Whee! Was? Ah, ich Trottel, du Trottel, ihr Trottel. Ups. Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Es muss weg heißen! Ach, Mann! Einmal mit Profis arbeiten auf Deponia.